Medikamente im Kontext biografischer Übergänge. Man sieht ja hier auf dem Scherenschnittbild sozusagen schon ganz schön, welche Übergänge da vielleicht gemeint sein könnten. Ich würde auf einige davon auf jeden Fall nochmal eingehen wollen. Grundsätzlich biografische Übergänge sind ja immer Perioden des Umbruchs, der Veränderung im Leben von Menschen. Da ist gefordert, dass man Gewohntes im Prinzip aufgibt und sich neu organisiert. Da geht es um Rollenwechsel, man nimmt neue Rollen ein, die muss man natürlich auch finden, die muss man besetzen, man muss sich selbst vielleicht auch in seinem Selbstbild neu definieren und immer begleitet werden biografische Übergänge natürlich auch von Änderungen der sozialen Beziehungen, des sozialen Netzes. Also in dem Moment, wo ich aus der Schule rausgehe und ins Arbeitsleben eintrete, verändert sich in gewissem Maße natürlich das Umfeld, was ich zumindest viele Stunden am Tag dann, also auch im Arbeitsleben vorher in der Schule, um mich habe. Man unterscheidet ganz grundsätzlich zwischen normativen und nicht normativen biografischen Übergängen. Also normative sind sozusagen die, die einfach vorgegeben sind. Das sind Übergänge, die da gehen eigentlich die aller, also ganze Gruppen von Menschen oder auch alle Menschen durch. Die können biologisch bedingt sein, also beispielsweise die Pubertät, die betrifft uns alle irgendwann im Laufe unseres Lebens und zumindest die Frauen auch die Menopause. Und so bestimmt teilweise unser Körper, ob wir, also ja, jetzt komme ich schon ein bisschen, jetzt bin ich schon nervös hier. Also unser Körper definiert eben auch Übergänge, weil wenn wir dann in Menopause sind, können wir keine Familie neu gründen, wir können keine Kinder mehr kriegen, wir können sie höchstens noch adoptieren. Es gibt auch gesellschaftlich festgelegte Übergänge, die normiert sind, also beispielsweise klassischerweise die Einschulung oder auch die Pensionierung dann später, die ja beide schon angesprochen worden sind, sind ganz klassische normative Übergänge. Man könnte auch sagen, der Ausbildungsbeginn, der Studienbeginn, der Eintritt ins Arbeitsleben, da gibt es sicherlich einige noch zu ergänzen. Nicht mit nicht normativ ist gemeint, wenn die Übergänge völlig individuell sind, wenn es eher um ja, häufig krisenhafte Ereignisse geht. Vorhin ist schon benannt worden, die Migration, ganz klar, also hier steht Umzug. Umzug selbst, also von einem Ort in einen anderen, kann schon gerade für einen jungen Menschen schon eine große Herausforderung sein, wenn man das komplette Umfeld seiner Schulklasse, all seinen Freundeskreis hinter sich lassen muss und woanders, in einer anderen Stadt vielleicht vollkommen neu anfängt. Wenn man sich vorstellt, man tut das noch in einem anderen Land. Und dann gab es ja auch noch Gründe, warum man das Land verlassen hat. Das war wahrscheinlich auch nicht so einfach im Vorfeld. Dann sind das nochmal wesentlich größere Umbrüche. Man kann sich vorstellen, der Verlust des Arbeitsplatzes, so manch einen treibt das in eine tiefe Abhängigkeit. Die Menschen sind teilweise auch wirtschaftlich in einem desolaten Zustand, neben dem, dass man stark an Selbstwert verliert. Auch schon benannt heute Krankheit und Tod von nahestehenden Menschen. Das sind zum Teil große Traumata, die uns alle irgendwann treffen im Laufe des Lebens. Manche schon sehr früh im Leben, also sich vorstellt, man als Kind bereits seine Eltern verliert oder auch einen Elternteil, das ist schon ein ganz großer Umbruch häufig im Leben von Menschen. Wir wissen aus der Resilienzforschung, dass Herausforderungen natürlich auch immer Entwicklungsmöglichkeiten bieten. Also man kann wachsen an den Herausforderungen, vorausgesetzt, man hat ausreichend Ressourcen dafür und kann die Herausforderungen auch bewältigen. Schafft man das nicht, kann es eher sein, dass Herausforderungen, Umbrüche einen auch aus der Bahn werfen, dass man das nicht managt, den Übergang, dass man den Rollenwechsel nicht hinkriegt, dass man es nicht schafft, sich wieder neu zu sortieren, neu zu stabilisieren. Als Beispiel würde ich mal das Thema Pensionierung nehmen wollen. Ist ja heute auch schon ein paar Mal benannt worden. Das ist eine Zeit, die meisten von uns freuen sich da vielleicht irgendwie auch ein Stück weit drauf, weil man denn endlich mal machen kann, was man will, nicht mehr morgens aufstehen muss, sozusagen jeden Tag Urlaub hat, völlig selbstbestimmt seine freie Zeit gestalten kann, überhaupt viel freie Zeit hat und auch wie man dann trifft und sieht, das ist nicht mehr vorgegeben durch meinen Arbeitsplatz, das kann ich alles selber entscheiden. Eigentlich was ja auch schön ist, was viele Chancen bietet und gleichzeitig natürlich aber auch eine Phase, wo man
an Tagesstruktur verliert. Man muss nicht mehr morgens aufstehen, um zur Arbeit zu gehen. Man muss sich dann selbst disziplinieren, seinen Tag trotzdem anders zu strukturieren. Man verliert soziale Kontakte, die bis dahin selbstverständlich da waren, muss sich jetzt aktiv darum kümmern, die vielleicht weiter zu pflegen. Das, was man an Anerkennung bekommen hat oder wo man für sich selbst Bestätigung erfahren hat, dadurch, dass man erfolgreich gewesen ist, dass man Sachen geschafft hat, dass man in des Tages gedacht hat, das war gut, was ich gemacht habe. Das fällt vielleicht ein bisschen weg oder man muss sich neue Tätigkeitsfelder suchen, vielleicht auch neue Hobbys suchen. Und im Arbeitsleben ist es ja so, dass, also so kenne ich es zumindest, man ist permanent gefordert, man muss Leistung bringen. Also ich schreibe mir immer schon Zettel, was ich am Wochenende alles noch erledigen muss, weil so viel zu tun ist. Also man hat eigentlich permanent irgendwie ja, Dinge, die man erledigen muss und irgendwann hat man davon wesentlich weniger. Und dieses Nichtstun dann genießen zu können, also Muße sozusagen wieder genießen zu können, das ist unter Umständen gar nicht so leicht. Da fällt man unter Umständen auch erstmal ein ganz schönes Loch. Medikamente sind ja anders als manch andere Droge. Ein Suchtmittel, wo das Funktionieren im Vordergrund steht. Also es ist ja anders als jetzt beispielsweise Heroin oder vorhin Tilidine, was wir alles gehört haben, ist es ja nicht unbedingt eine Sucht, wo man sozusagen sich in der Subkultur aufgeht, wo man sich abgrenzen will vielleicht von anderen gesellschaftlichen Teilen oder von seinen Eltern, wo man vielleicht eine Protesthaltung einnimmt, sondern im Gegenteil, es ist eigentlich eher etwas, womit man den Anforderungen, die einem gestellt werden, im Leben versucht, gerecht zu werden. Gerade beim Neuroenhancement, heute auch schon gefallen, der Begriff, also da, wo es darum geht, dass man Medikamente nimmt, nicht um Gesundheit wiederherzustellen, sondern um seine Leistung zu verbessern oder seine psychische Befindlichkeit zu steuern. Da geht es auch ums Funktionieren, um dem Erwartungen gerecht zu werden. Da kann Angela sicherlich nachher auch nochmal gut was sagen zum Studium, zu dem Bereich, was vorhin angesprochen worden ist, weil du hast ja da auch eine Befragung gemacht von Studierenden eben zum Thema Neuroenhancement, weil das ja auch tatsächlich nochmal ein wichtiger Übergang ist, auch der ins Berufsleben oder auch ins Studium in dem Fall. Der Konsum ist eher gesellschaftlich akzeptierter. Es ist erstmal nicht so verboten. Es ist keine Droge im klassischen Sinn. Man bekommt es verordnet. Es ist etwas, wo man nicht gleich stigmatisiert wird, wenn man ein Medikament zu sich nimmt. Wenn man sich jetzt die biografischen Übergänge anguckt, habe ich hier mal ein paar Beispiele rausgesucht. Wann könnte denn bei biografischen Übergängen welche Substanzen, welche Medikamente könnten denn da eine Rolle spielen? Und zum einen ist mir da der Schulbeginn eingefallen. Plötzlich muss man stillsitzen. Da darf man nicht mehr so in der Gegend rumrennen. Das ist für jemanden, der vielleicht tendenziell ein bisschen unruhiger ist, vielleicht eher einen großen Bewegungsdrang hat, eine große Herausforderung, auch sich zu konzentrieren im gebührenden Maße. Da wird Ritalin unter Umständen eher präsent, als das vor Schulbeginn der Fall gewesen ist. Die Pubertät, ganz sicher ja eine Phase im Leben, die extrem krisenhaft ist, wo man sehr unbeständig ist, sehr viele Selbstzweifel hat, wo es viel auch darum geht, wie finde ich Anerkennung in der Gruppe. Wir haben es vorhin gehört, Anabolika, da geht es ja auch darum, anerkannt zu sein, irgendwie attraktiv zu gelten. Und aber auch andere Medikamente können da eine Rolle spielen, wenn es zum Beispiel um Leistungsfähigkeit im Sport geht. Da wird unter Umständen auch, wenn Schmerzmittel vielleicht eine Rolle spielen, Ibuprofen, um weiter trainieren zu können. Oder auch Opioide, um seelischen Schmerz auszuweichen. Denn auch der, wir erinnern uns alle vielleicht noch dran in der Pubertät, was wir da für Gefühlskrisen gehabt haben. Die Gefühle sind ja wesentlich extremer, die Schwankungen sind viel extremer als später dann im Erwachsenenleben, wo man das alles schon ein bisschen anders einordnen kann und wo nicht alles, was passiert, gleich ein großes Chaos ist und das Ende der Welt naht. Im Studium wird dann nochmal vielleicht der Stress, das Lernen wollen, nochmal verstärkt Thema. Da also die Neuroenhancer sicherlich auch nochmal ein Thema. Und dann kommen wir irgendwann vielleicht in die Mitte des Lebens, vorhin auch schon gesagt worden, wie das ist, wenn man dann Kinder hat, man ist total im Stress, schlafen ist dann auch nicht mehr so richtig erholsam unter Umständen, wenn man permanent geweckt wird. Vielleicht muss man sich gleichzeitig auch noch um die Eltern kümmern, das ist ein Alter, wo man in der Regel sehr gefordert ist,
Familienleben, da kann man nicht mehr einfach so abends ausgehen, Party machen, wenn die Kinder zu Hause sind. Also es ist ein völliges neues Einstellen, dass das Verantwortlichsein, sich kümmern um die Kinder. Große Herausforderung, unter Umständen aber auf jeden Fall auch eine große Verantwortung. Vielleicht Beruhigungsmittel, da auch um runterzukommen, vom Stress runterzukommen. Als ein Beispiel für Medikamente in dieser Lebensphase, die da vielleicht eine Rolle spielen. Man weiß ja, dass bei Frauen im mittleren Lebensalter der Konsum durchaus ansteigt. Kann auch ansteigen, weil es um Trennung geht. Trennung und Tod waren vorhin ja auch ein Thema. Wenn Partnerschaften vielleicht zerbrechen, Kinder aus dem Haus gehen, kommen teilweise auch nochmal psychische Krisen, wo man sich fragt, ja, was ist jetzt mein Inhalt, wo sehe ich meinen Wert oder was, viele definieren sich ja auch ein Stück weit darüber, über die Kinder und dass die halt eine gute Entwicklung nehmen. Und wenn wir noch mehr ins Alter gehen, geht es vielleicht auch darum, dass die Ressourcen manchmal mangeln, die Ressourcen in der Betreuung und dass Medikamente manchmal auch eine Funktion einnehmen, die ihnen nicht zukommen sollte, aber die im Alltag dann in der Pflege unter Umständen aber auch eine Relevanz haben. So viel, so ein kleiner Abriss mal, so durch so verschiedene Stadien, verschiedene Übergänge, das ist nicht erschöpfend, da gibt es sicherlich noch mehr. Und jetzt wäre der Punkt, wo ich gerne mit euch und Ihnen klären wollen würde, abstimmen wollen würde, wie wollen wir es machen?